Herzlich willkommen bei der Hobbyfamilie. Ich habe Post bekommen. Und da ich wusste, dass ich heute Post bekomme, bin ich auch gleich einkaufen gewesen. Und ich werde uns heute mit dem, was hier drin ist, was richtig Schönes und Leckeres zu essen machen. Zumindest hoffe ich das, weil es ist ja das erste Mal. Und ja, ich bin total gespannt. Ich mache es jetzt mal schnell auf. Ja, und zwar habe ich mir einen Drehspieß gegönnt, einen Aufsatz für unseren Weber Kugelgrill. Und ja, damit wir auch mal einen richtig schönen Braten machen können am Drehspieß oder irgendwelche anderen Sachen. Für heute haben wir uns Hähnchen ausgesucht. Ich werde das hier mal eben ganz schnell alles auspacken. Zusammenbasteln. Die Kohle ist nämlich schon am Durchglühen. Dann werden wir das Ganze einmal kurz ein bisschen drin sauber machen. Und dann soll es auch sofort losgehen. Mit dem Grillen. So, perfekt. Es passt super ineinander. Ich habe jetzt das Zwischenteil, die Rotisserie, habe ich jetzt hier da drin. Ich kann ja bei meinem Weber Master Touch hinten mit einer Schraube den Deckel lösen. Den habe ich hochgenommen und der passt hier auch wunderbar oben drauf. Und jetzt haben wir in der Küche nicht nur den Spieß sauber gemacht, sondern auch schon mit zwei Hähnchen, richtig fetten 1,5 Kilo Hähnchen, bestückt. Und ja, jetzt warte ich nur noch, bis die Kohle das hier drin so ein bisschen aufgeheizt hat. Ich guck mal eben. Ja, ein paar Minuten noch. Und dann kommt der Spieß hier drauf zum allerersten Mal. Ich bin richtig gespannt. Ja, bis gleich. Ja, bei der Kälte erstmal einen kleinen Glühwein, richtig lecker. Ja, das war jetzt mal so eine richtige Hals-über-Kopf-Aktion. Wir haben jetzt gerade erst vorhin, vor einer Stunde gerade mal, die Champignon-Pfanne bzw. den Champignon-Fleischkessel gemacht. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch hier oben angucken. Da haben wir da drüben in unserem Kessel richtig lecker Weihnachtsmarkt-Champignons gemacht. Aber halt nicht in der Pfanne, sondern mal anders. Ja, und das war eigentlich nur dieser Snack zwischendurch. Und wir wollten ursprünglich heute die Hähnchen machen, was wir jetzt auch machen. Aber es ist jetzt auch echt schon spät geworden. Das ist jetzt ungefähr 19 Uhr. Die haben 1,5 Kilo das Stück. Ich rechne damit, dass wir die 1,5 Stunden bestimmt drauf lassen müssen. Vielleicht sogar länger. Wir werden es sehen. Der Drehspieß funktioniert super. Ich vernehme ein ganz leises Brummen. Aber das ist völlig in Ordnung. Also bis hierhin, muss ich sagen, ist das Teil schon mal nicht schlecht. Jetzt trinke ich hier erstmal meinen Glühwein. In aller Ruhe. Und genieße hier so ein bisschen unsere vorweihnachtliche Stimmung. Die Kinder haben gerade eben Schuhe geputzt. Morgen ist Nikolaus. Ja, bis später. So, in der Zwischenzeit habe ich den Diffusor schon rausgenommen, also die sind jetzt nicht mehr in der indirekten Hitze, also wie im Backofen, sondern mittlerweile wirklich direkt über den Kohlen. Jetzt kommt auch so richtig der Geruch durch und
sie werden langsam knusprig von außen. Ja, das Einzige, was ich jetzt feststelle, wenn man zwei Stück raufmacht und man nur zwei von den Spießen hat, kann man ja ein Hähnchen nur von einer Seite aufpieksen und durch die Bewegung scheinen die sich ab und zu mal zu lösen. Also da ist es vielleicht sinnvoll, wenn ich doch nochmal zwei von diesen Spießteilen dazu hole, damit ich jedes Hähnchen von beiden Seiten festmachen kann. So sind die jetzt halt in der Mitte nicht aufgespießt. Und ja, das ist nicht ideal. Ansonsten hat das jetzt in den letzten anderthalb Stunden ziemlich gut funktioniert. Schönen guten Morgen. Ja, das ist noch gar nicht meine Zeit hier. Normalerweise würde ich jetzt noch richtig schön schlafend, schlummernd im Bett liegen. Aber nicht nur, dass heute Nikolaus ist und ich auch gucken wollte, wie die Kinder auf die Stiefel reagieren, sondern auch heute kommen Oma und Opa. Wir haben Großes vor. Heute beginnt der eigentliche Test von unserem neuen Drehspieß. Habe ich euch ja gestern im Halbdunkeln schon gezeigt. Das hier ist der Drehspießaufsatz. Und naja, also zumindest das völlig überhastete gestrige Ausprobieren hat schon mal sehr, sehr gut geklappt. Bis jetzt bin ich echt zufrieden. Und ja, jetzt will ich mal heute gucken mit einem über 2,5 Kilo Braten. Richtig schöner Schweinenacken. Ob das noch genauso gut funktioniert. Und ja, den Braten haben wir mit Ankerkraut Magic Dust eingerieben. Gestern Abend richtig schön trocken eingewrappt in die Tüte rein und dann noch ein paar Tropfen Olivenöl mit oben drauf. Nochmal einmal kurz ein bisschen einmassiert und dann ab in den Kühlschrank. Das habe ich schon mal mit einem kleineren Braten gemacht und das schmeckt super. Also das kann ich absolut empfehlen. Werbung, ohne dass ich dafür bezahlt werde, aus Überzeugung. Ja, ist auch unten verlinkt. Da verlinke ich euch mal nicht nur die Gewürze, die wir immer benutzen, sondern auch den Drehspießaufsatz für den Weber-Grill und all diese ganzen Sachen findet ihr unten drin, falls ihr da Interesse dran habt. So, den werde ich jetzt in der Küche mal aufspießen auf unseren Drehspieß und wenn die Kohlen durch sind, dann geht es hier auch schon richtig zur Sache. So, ihr habt es gesehen, ich habe die Kohle angeordnet, so wie ich sie haben möchte, habe auf den Grillrost darüber die Auffangschale, so eine Aluschale raufgelegt, damit einmal die direkte Hitze nicht zum Fleisch hochgeht, sondern um die Schale drumherum, also die indirekte Hitze nur in dem Grill drin ist und zum anderen um alles abtropfende Fett und so weiter von dem Braten dann halt auch aufzufangen. Ich habe da ein bisschen Wasser reingemacht jetzt am Anfang. Und ja, jetzt heißt es erstmal abwarten. Ich melde mich gleich wieder, wenn sich hier schon ein bisschen was getan hat. Und ich erstmal einen Kaffee hatte und wach geworden bin, weil das ist noch viel zu früh. Und was den Ring angeht, für den Drehspieß muss ich jetzt einen Tag später eigentlich noch genau das gleiche sagen wie gestern Abend auch schon. Ich bin absolut begeistert. Der Motor ist super leise, hat nur 4 Watt, aber richtig Kraft. Also der nimmt das 2,5 Kilo Stück, der dreht das super gleichmäßig, überhaupt kein Problem. Der Zusammenbau war ganz einfach. 2 Schrauben, 2 Muttern, der Rest wird einfach so zusammengesteckt. Und ja, wie glaube ich überall üblich,
Der Motor, der wird hier an die Halterung, die man festmacht, einfach nur reingesteckt und dann kann man den Spieß da reinmachen. Da gibt es nichts zu erklären. Das ist so einfach. Und dieses Teil, das ist ja kein Original Weber, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Unten könnt ihr euch mal angucken. Wir haben da jetzt knapp über 70 Euro für bezahlt. Komplett und einfach genial. Passform ideal für den 57er Weber Kugelgrill. Auch für unseren hier mit dem Scharnier. Wir haben ja den Master Touch. Der Deckel passt super da oben drauf wiederum. Und ja, den gibt es natürlich dann auch für die, was sind das, 55er, für die 47er, also für andere Größen auch. Aber ich kann ja nur vom 57er reden, absolut genial und ideal. So, jetzt muss ich mich ums Fleisch kümmern, bis gleich. So, mittlerweile sind wir bei irgendwas zwischen 3 und 3,5 Stunden, die wir rum haben. Und das Stück, das sieht schon richtig gut aus. Und der Geruch ist der Wahnsinn. Ja, ich gehe davon aus, dass das eigentlich schon so gut wie durch ist. Ja, ich habe immer noch kein Bratenthermometer oder hier Grillthermometer oder irgendwas. Geht bei uns immer noch nach Gefühl. Wir haben zum Schluss auch nur noch 130, 140 Grad gehabt ungefähr. Die Kohle hat doch ein bisschen früher nachgelassen, als ich dachte. Und hat aber trotzdem noch Hitze. Also das ist noch okay. Ja, ich werde da gleich nochmal die Schale rausnehmen, bisschen direkte Hitze für die schöne krosse Außenhaut machen. Und dann gibt es als Beilage heute bei uns da hinten im Kessel, sieht man das, Champignonpfanne bzw. Champignonkessel. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, gerade vor kurzem erst. Könnt ihr euch mal hier oben angucken. Weihnachtsmarkt Champignonpfanne aus dem Gulaschkessel gemacht. War super lecker und das war ja gerade gestern erst bei uns. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir gleich nochmal und gibt es dann zu unserem richtig leckeren Braten dazu. Ja, ich werde mal gucken, dass ich jetzt hier doch nochmal ein bisschen Feuer drunter kriege und dann bin ich gleich wieder da. So, ich bin alleine draußen. Die anderen sitzen drin, aber das wird alles zu eng, wenn ich da jetzt auch noch sitze, weil Oma und Opa da sind. So, ihr habt ja eben gerade meinen Teller gesehen. Mmh. Wahnsinn. Da muss ich euch gar nicht, so wie in den anderen Videos, die Familie zeigen, die Kinder, und die müssen alle machen. Glaubt es mir einfach, das ist der Hammer. Also für uns hat sich jetzt nach nur 24 Stunden und schon zweimal benutzt dieser Drehspießaufsatz für den Weber Kugelgrill absolut gelohnt. Und das ist so einfach. Aufstecken, vorher natürlich einmarinieren, bearbeiten, so wie man es haben möchte, aber ansonsten nur raufstecken, anschalten, indirekte Hitze und nach der richtigen Zeit wieder rausnehmen. Einfacher geht es nicht, wirklich. Also da ist selbst so ein Braten oder ein, so wie gestern, ein Hähnchen oder sowas, auch im Backofen nicht einfacher zu machen. Da muss ich auch immer wieder hingucken oder mal ein bisschen Flüssigkeit oben drüber machen. Brauche ich hier nicht. Und das schmeckt. Und dann mit unseren Champignons vom anderen Video. Da brauche ich keine Soßen, da brauche ich keine großen Beilagen. Ich habe noch eine Kartoffel dabei. Das reicht. Also, für alle, die noch nicht genau wissen, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun, holt euch diesen Aufsatz. Ich bin absolut begeistert davon. Und der ist noch nicht mal teuer. Etwas über 70 Euro, Komplettpreis. Habe ich euch unten verlinkt. Könnt ihr euch mal angucken. Absolut genial. So, reicht wieder für heute. Ich hole mir noch einen Nachschlag. Bis zum nächsten Mal. Nichts mehr da. Ein ganz kleines Ministück habe ich jetzt doch noch gekriegt.
Die haben alles weggefuttert da dran. Ich habe hier zu lange geredet. Alles weg. Aber das ist ein gutes Zeichen.